An einem heißen Sommertag im Dezember des Jahres 2036 entdeckten die namhaften Altertumswissenschaftler Dr. Harrison und Dr. Ford unter den Trümmern von Stuttgart eine bisher ungeöffnete Kammer. Sie sollten sich der Tragweite ihrer Entdeckung erst kurze Zeit später bewusst werden. Okay, ich öffne jetzt die Tür. Dem Anschein nach wurden diese Räume kurz vor der Zerstörung Stuttgarts durch den chinesischen Wettersatelliten im Frühjahr 1997 verschlossen. Durchaus möglich. Jedenfalls vor der klingonischen Okkupation Böblingens im Sommer 1997. Und der vollzähligen Verschleppung der Bevölkerung in das Bergwerk auf dem Dilithium-Asteroiden. Ein tragisches Kapitel. Naja, halb so schlimm. Sehen Sie hier? Können Sie das entziffern? Das Audiotagebuch des Dr. Indianer Horst. Seltsam. Indianer ist durchgestrichen. Wahrscheinlich reichte Horst. Es sind eine Menge Tonbänder. Gott, was ist das? Sieht aus wie eine Hose aus durchsichtigem Material. Es ist kaputt. Egal, wir lassen die gesamten Sachen ins Labor bringen.